Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spirit of the North. Es wird gerade schön aus, deswegen nehmen wir das mal mit. Ich habe jetzt bis hierher wieder gespielt. Nee, ne? Guckt mal, da oben ist ein Stab. What the heck? Wo kommst du denn her? Also ich habe die letzten beiden Schamanen, die wir in der letzten Folge geholt hatten, wieder gemacht. Und jetzt habe ich gerade diesen Stab gefunden. Ist das jetzt der Stab von denen, der uns fehlt? Das wird ja mega! Ich würde mich jetzt so freuen, wenn das wirklich der ist. Ah ja, wir können hier wieder nur langsam tippeln. Weil da Wasser ist. Obwohl ich ganz ehrlich bin, ich will hier auch immer nicht so durchrennen. Guck mal, ein Füchschen. Das ist auch ein schönes Bild. Ich weiß noch nicht, welches Bild ich als Folgenbild nehmen werde. Als Titelbild. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe, wir finden gleich mal hier irgendwo ein Blümchen. Kein Schamane. Aber sonst hätte der Stab jetzt ja schon längst geleuchtet. Gesundheit. Was haben wir hier? Irgendwo ist hier wieder eine Pusteblume. Oh. Warum fängt der jetzt hier drüben an zu leuchten? Hier leuchtet jetzt ganz, ganz doll. Was ist denn... Kommen wir hier rein? Ja. Ist er nach oben weiter? Es brutzelt hier aber nicht. Oh mein Gott, er sitzt hier oben. Bitte schön, nimm. Bitte sei der Freund, der mir fehlt. Bitte sei es, bitte sei der Schamane. Bitte sei der Schamane, der uns fehlt. Er ist es. Yes. Wie geil. Wir haben bis jetzt 13 oder 14 Schamanen. Oh mein Gott. Tudum. Wie cool ist das denn bitte? Ah, jetzt haben wir hier wieder so ein Rätsel. Ich würde sagen, die kommen dahin. Haben wir hier drüben erstmal etwas, was wir wegbellen müssen? Nee. Sieht zwar so aus, aber ist nicht die Tatsache. Das sind wieder die... Nein. Genau, sind die. Und hier müsste dann... die Menschen... diese sein. Oh Gott. Wir haben das Rätsel gelöst. Wuhu! Oh, guck mal, wie schön die Tür aussieht. Okay, da können wir speichern und ins neue Kapitel rüber. Vorher möchte ich aber noch mit euch diese Tafeln angucken. Kann ich die gar nicht? Oh nein, die kann ich gar nicht anmachen. Kann ich die anmachen? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter und speichern jetzt hier. Okay, es sieht nicht so aus, als ob unser Kapitel zu Ende ist. Die Tür geht hinter uns zu. Es gibt kein Zurück mehr. Okay.
Wir sind noch im gleichen Kapitel. Dort oben ist ein Tor. Oh, danke. Mein inneres Meerschweinchen will raus. Jetzt ist aber genug. Okay, da sollen wir nicht hoch. Nase kribbelt. Okay, wir schauen uns jetzt mal hier um. Okay, wir haben hier hinten definitiv Blumen. Die habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Oh, Gesundheit. Okay. Da geht eine Tür auf. Da wir jetzt ja hier drauf stehen bleiben müssen, denke ich, wir müssen als Lichtfüchschen da hoch. Oh, halt durch. Hey, da liegt doch noch ein Schamane. Habt ihr das gesehen? Da liegt ein Schamane. Oh Gott. Wir müssen sowieso hier runter. So, Energie geholt. Da oben ist auch einer. Guck mal, da ist auch ein Stab. Oh. Oh. Ja. Den holen wir uns jetzt natürlich auch. Oh, ich bin drüben. Oh Gott, ist das cool. Nein! Oh, ich hab zu weit gedrückt. Aber wir wissen, wie es funktioniert. Oh, ist das schön. Da haben wir auch den Stab direkt gefunden. Ich hatte jetzt Angst, dass ich den Stab auf der anderen Seite übersehen habe. Habe ich aber nicht. Huch! Ach, wir kommen einfach so rüber. So, und jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder... Ja, Füchschen, das war jetzt natürlich. Du bist manchmal eine Tomate. Mein Tomatenfüchschen. So, wieder hier hoch. Weil es so schön war, machen wir das Ganze nochmal. So. Okay, ich dachte, wir fallen runter. So, Füchschen. Jetzt aber. Jetzt habe ich zu früh losgelassen. Okay. Das ist ein bisschen tricky, jetzt da hochzukommen. Aber wir waren ja schon einmal drauf. Wir können es eigentlich wieder schaffen. Wir schaffen das! Yeah! Nein, schaffen wir nicht. Weiß der Geier jetzt warum? Ich will den Schaman mitnehmen. Ich möchte den nicht da lassen. Es tut mir leid, wenn das jetzt wieder gerade ein bisschen länger dauert. Aber ihr kennt das ja schon von mir mit Jump and Run. Oder Jump and Spring. Wieder nicht. Der prallt an der Stelle ab. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter auf die andere Seite. Oh Gott.
Füchschen! Was war das denn gerade? So. Ja, hechel dich aus. Vielleicht sollten wir hier so ein bisschen so schräg. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich würde jetzt erstmal von der anderen Seite gucken, ob wir irgendwo an den Schamanen rankommen. Denn als Lichtfuchs können wir ja keine Stäbe aufnehmen. Ich hoffe, hier geht's jetzt nicht zu. Dann haben wir ein Blümchen. Hier surren die roten Steine. Ich gehe jetzt einfach mal hier irgendwie lang. Ah, hier kommen wir rein. Ihr seht, hier kommen wir rein. Wir haben einen Schamanen gefunden. Oh, bitte lass es der nächste in der Reihe sein. Nicht, dass ich irgendeinen übersehen habe. Bitte, 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 bitte. Bitte. Oh! Ja, es ist der nächste. Wuhu! Und wir haben eine neue Farbe freigeschaltet. Die gucken wir uns auch direkt wieder an. Zwei können wir noch. Ich will mal mit Escape das, die Option wieder verlassen. Das geht aber nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass wir jetzt eine richtig geile Farbe haben? Also von dem, was ich jetzt sehe. Guckt euch mal das coole Füchschen an. Oha, wie hübsch. Dann machen wir hier einen neuen Screenshot. So, jetzt müssen wir mal gucken, was müssen wir hier jetzt machen. Irgendwo muss hier die Infektion sein, die wir ausschalten müssen. Damit wir an unsere tollen Steine rankommen. Ich nehme an, dass wir dafür hier hoch müssen. So, hier nicht. Oh mein Gott, ist der Fuchs schön. Hier oben haben wir auch eine Blume. Ich gucke mich trotzdem noch um. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Was ist los? Ja, ich sehe das. Da oben. Ah. Wow, wow. Okay, der erste Stein ist befreit. Wir müssen also alle drei Steine befreien. Okay. Oh Gott, haben wir mal hier irgendwo Licht? Ich hoffe, da geht jetzt gleich irgendwie der Schatten. Oh Gott, guckt euch diese Färbung an, wie geil. Ich bin begeistert, es tut mir leid. Sowas mag ich ja, wenn man dann noch irgendwas freischalten kann und... Ah, super. Jetzt gehen wir weiter. Ich will das Kapitel jetzt durchbekommen. Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Oh. Ihr seht, was wir machen müssen. Nein, ich bin runtergefallen. Jetzt warten wir kurz, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann machen wir das Ganze nochmal. Hat nicht geklappt.
weil ich mich gerade verfriemelt habe, so wie jetzt. Jetzt müssen wir kurz wieder warten. So, oh, jetzt springe ich wieder daneben. Ah, ich kann das zum Glück auch abbrechen. So, wir müssen jetzt... Warum springst du jetzt wieder nicht? Füchschen. Und du stell dich jetzt mal so hin. So, jetzt. Was war das denn? Wir haben dafür keine Zeit, nochmal zurückzulaufen. Es ist halt auch gerade doof, dass der andere Fuchs sich da so ein bisschen blöd hinlegt. Hat das wieder nicht geklappt? Jetzt aber. Kann ich mit dem die Kraft nicht einsetzen? Das ist jetzt mega belastend gerade. Ah, ich bin nicht gut in sowas. Gerade weil ich weiß, wir haben wenig Zeit. Und doch einen einigermaßen langen Weg vor uns. Wir haben es geschafft. Wuhu! Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Das heißt, ich springe jetzt auch einfach mal hier rüber. In der Hoffnung, dass wir gleich hier noch irgendwo Blümchen haben. Ja, hier drüben ist eine Blume. Also ich würde jetzt gerne das Level eigentlich in dieser Folge mit euch abschließen. Wir werden wahrscheinlich Überlänge machen. Wo soll das denn hier sein? Muss ich jetzt hier hin? Ist das das hier? Ja. Ist das mega? Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Guckt mal, da oben stehen wir. Oh, da kommen wir gar nicht hin. Wenn wir darüber springen, okay. Dann nehmen wir das Blümchen hier unten. Weil irgendwo muss noch so eine Beule sein. Sehen wir die von hier? Also wir müssen definitiv hier wieder hoch. Ah, ist die da? Seht ihr das? Ich habe die übersehen. Bin ich denn jetzt hier vorhin hochgekommen? Hier war es bei dem Schamanen drin. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Da. Da drüben. Hier komme ich hoch. So. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal den ganzen Jump'n'Run-Kram machen. Aber das soll uns jetzt auch nicht stören. Ich... Wie gesagt, wir machen jetzt hier eine Überlänge raus. Ich möchte jetzt nämlich in dieser Folge, dass wir das hier fertig kriegen. So. Das war hier. Guck mal, da oben. Wir haben sie jetzt alle, ne?
Wir haben sie alle. Sind alle jetzt von den Schmodder befreit. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Gut, dass hier unten Wasser ist. Obwohl uns auch so nichts passieren würde. So, anbellen. So, das haben wir. Hier unten war auch irgendwo noch eine Blume, oder? Der erste leuchtet. Ansonsten gehen wir jetzt immer wieder zu dieser hier, wenn die wieder frei ist. So, wir leuchten. So, der zweite Stein leuchtet. Können wir jetzt dann damit das Gebiet hier heilen? Okay, eigentlich hatte die anscheinend eine Abklingzeit, die Blume. Ist uns aber gleich. Wenn wir wollen, dass sie funktioniert, funktioniert die. Komm, öffne. Öffne mir das Blümchen der Blümchen. Oh, ich bin so gespannt, was jetzt hier passiert, ne? So, wedeln. Wir schwimmen mal jetzt hier zur Seite. Okay, das Spiel speichert jetzt hier. Oh. Es geht hier jetzt noch weiter. Ich würde dann jetzt doch die Folge an dieser Stelle beenden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Obwohl, nein. Doch. Tschüss.